Wie korrupt ist Deutschland? Ein Beispiel: Alfred Lehmann, der ehemalige Oberbürgermeister von Ingolstadt, hat sich schmieren lassen. Insgesamt 380.000 Euro von der Bauindustrie. Er trickste beispielsweise bei Bauprojekten oder bekam Wohnungen günstiger. Auch dieser Herr hier war käuflich, so das Urteil in erster Instanz des Landgerichts Koblenz. Der Mann nutzte die Not von Asylbewerbern aus. Gegen Geld hat er Entscheidungen zu ihren Gunsten gefällt, so das Urteil. Es geht um knapp 20.000 Euro. Insgesamt 3.804 solcher Korruptionsstraftaten hat die Polizei 2018 offiziell registriert. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Etwa 1.500 Tatverdächtige haben dabei die Hand aufgehalten, also Geld oder Vorteile angenommen. Mehr als 3/4 von ihnen waren sogenannte Amtsträger. Meist Beamte, Behördenmitarbeiter oder Richter. Doch die Dunkelziffer ist noch viel, viel höher. Aber was ist eigentlich Korruption? Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil, sagt die Nichtregierungsorganisation Transparency International. Bei ihrem Ranking wird die öffentliche Verwaltung in Deutschland nicht als sehr korrupt wahrgenommen. Deswegen ist Deutschland hier gelb und nicht rot. Insgesamt landet Deutschland auf Rang 11. Alarmierend dabei ist, selbst deutsche Manager sagen, dass die Korruption in Wirtschaft und öffentlichen Institutionen zunimmt. Der Europarat hat ein offizielles Verfahren eingeleitet, denn Deutschland tue nicht genug gegen Bestechung von Abgeordneten. Beteiligungen der Politiker an Unternehmen beispielsweise müssten detaillierter dargelegt werden. Und es brauche klarere Regeln für den Umgang mit Lobbyisten. Transparency International fordert, dass der Einfluss von Lobbyisten aufs Parlament öffentlich dokumentiert wird. Die Arbeit der Bundesregierung in Sachen Korruptionsbekämpfung sei insgesamt bescheiden. Bislang können Abgeordnete wegen Bestechlichkeit zu bis zu 5 Jahren Haft verurteilt werden. Solche Vorschriften gegen Korruption in Deutschland beinhaltet im Wesentlichen das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption. In öffentlichen Verwaltungen oder Unternehmen gibt es auch eigene Korruptionsregeln. Fazit: Deutschland ist weit entfernt von Zuständen wie etwa in Somalia. Doch auch in Deutschland sorgt Korruption für erheblichen Schaden. Und der Kampf dagegen scheint verbesserungswürdig.